Starre versus heißt gegen, ist eine Kontrastierung, Flexibilität in der Prüfung. Das ist das Thema dieses Videos. Mein Name ist Marius Ebert. Wie kommen Sie zu dieser Starre? Nun, irgendwann an irgendeiner Stelle in Ihrer emotionalen Abwärtsspirale, die über Verwirrung zur Frustration, zur Verzweiflung geht, gehen manche Leute den Weg und versuchen einen Ausweg. Und dieser Ausweg, den sie versuchen, heißt auswendig lernen. Aus das auswendig lernen, also groß geschrieben, das auswendig lernen. Das ist der Ausweg, den manche Leute versuchen. Die sagen, jetzt habe ich schon so viel Geld investiert und so viel Zeit und sie sitzen da mit ihrem ganzen Müll, mit ihren kopierten Skripten und den Seiten aus den Büchern rauskopiert und den kopierten Folien. Und dann fangen sie einfach mehr oder weniger wild an irgendeiner Stelle an, irgendwas auswendig zu lernen. Dieses Auswendiglernen führt sie ganz automatisch in eine geistige Erstarrung. Also Starre. Warum? Weil auswendig lernen bedeutet, dass man sich auf bestimmte Muster fixiert. Auswendig lernen ist das Fixieren auf bestimmte Muster. Und diese Muster müssen dann in der Prüfung genauso auftauchen, damit sie ihr auswendig gelerntes und oft nicht verstandenes Zeug unterbringen können. Das heißt, sie brauchen, wenn das die Prüfung ist, und das hier ist Ihr V, Ihre Vorbereitung, die im Wesentlichen aus Auswendiglernen besteht. Brauchen Sie folgende Beziehung? In der Prüfung wird das gefragt und Sie haben genau das auswendig gelernt. Oder in der Prüfung wird das gefragt und Sie haben genau das auswendig gelernt. Das Muster, das auswendig gelernte Muster passt genau zur Frage. Die Frage ist auch genauso gestellt, dass dieses auswendig gelernte Muster jetzt hier abgekippt werden kann. Was aber, wenn in der Prüfung das hier gefragt wird? Dann stehen Sie da in Ihrer geistigen Erstarrung. Also auswendig lernen ist nicht der Ausweg. Wie können Sie Flexibilität erreichen in der Vorbereitung? Indem Sie durchaus ein paar Dinge sich einprägen. Also auswendig lernen ist nicht an sich schlecht, aber man muss das Richtige auswendig lernen und das Richtige sich einprägen. Was empfehle ich, damit Sie in der Prüfung, in der handlungsorientierten Prüfung Flexibilität haben, um Ihr Wissen auf den konkreten Fall anwenden zu können? Denn genau das heißt handlungsorientiert. Eben nicht Reproduktion von Wissen, sondern handlungsorientiertes Anwenden, fallbezogenes Anwenden, Transfer des Wissens auf den speziellen Fall. Was können Sie tun? Einmal, Sie prägen sich strukturelle Elemente ein. Das kann helfen. Was sind strukturelle Elemente? Nehmen wir das Gebiet Finanzierung. Rein mal ganz willkürlich. F steht für Finanzierung. Dann ist es sinnvoll, sich einzuprägen, dass Finanzierung besteht aus Außen- und Innenfinanzierung. Und dass es innerhalb der Außenfinanzierung verschiedene Unterpunkte gibt und innerhalb der Innenfinanzierung verschiedene Unterpunkte gibt. Das sind strukturelle Elemente. Dann wissen Sie nämlich schon mal ganz genau, wo Sie sind, was die Prüfungsfrage angeht. Und Sie können vielleicht das eine oder andere Element auf die Prüfungsfrage übertragen und können damit Ihre Punkte holen. Das Zweite, was es sich lohnt zu lernen, sind Definitionen. Kosten sind betriebsbedingter Wertverzehr in Geld bewertet. Das ist die Definition von Kosten. Sie zu lernen, aber sie auch verstanden zu haben. Was ist betriebsbedingt? Eben nicht zum Beispiel außerordentlich und sowas, sondern betriebsbedingt das, was mit dem eigentlichen Betriebszweck zu tun hat. Was ist Werteverzehr? Was ist betriebswirtschaftlicher Werteverzehr? Zum Beispiel eine Produktionsanlage, die rostet oder durch technischen Fortschritt weniger wert wird.
aber auch der Verbrauch von Zeit für irgendetwas. All das nennen die Betriebswirte Werteverzehr. Und jetzt müssen wir das in Geld bewerten. Kosten ist also nicht das, was ich bezahlen muss, um was zu bekommen, sondern Kosten ist in der Betriebswirtschaftslehre betriebsbedingter Werteverzehr in Geld bewertet. Also Definitionen sich einzuprägen, die man verstanden hat. Immer kommt erst das Verstehen, dann kommt das Vertiefen, dann kommt das Verwenden. Das ist meine Lernmethode. Definitionen, strukturelle Elemente. Was noch? Auch das habe ich oft gesagt, aber nicht oft genug. Ihre Vorstellungskraft. Vorstellungskraft. Ein völlig vernachlässigtes, allerdings auch in der Aus- und Fortbildung nicht trainiertes Element des menschlichen Gehirns. Der Mensch ist in der Lage, sich Dinge vorzustellen, die real so nicht existieren. Der Mensch ist in der Lage, in seinem Kopf so eine Art Kino laufen zu lassen und das gezielt anzuschalten und abzuschalten. Das ist eine Fähigkeit, die das menschliche Gehirn hat und bewusst einsetzen kann. Was meine ich hier speziell für die Prüfung und für die Punkte, die Sie in der Prüfung ja unbedingt holen sollten und haben wollen? Sie stellen sich die konkrete Situation vor. Noch einmal, es ist eine handlungsorientierte Prüfung, man muss sein Wissen transferieren auf den praktischen Fall. Der erste Schritt ist, dass man sich den Fall vorstellt. Vorstellungskraft heißt, den betriebswirtschaftlichen Fall sich vorzustellen, zum Leben zu erwecken in seinem Kopf. Vielleicht die Geräusche zu empfinden, was die Menschen sagen, ob das im Raum passiert oder in einer Werkhalle oder wie auch immer. Ja, eine Situation aus dem Bereich Personal, sich vorzustellen konkret. Oder vielleicht zu verknüpfen mit einer Situation, die man selber schon mal erlebt hat. Auch das ist ein Weg. Und damit bin ich bei einem wesentlichen Punkt. Die anderen Punkte habe ich schon mal erwähnt in einem anderen Video. Hier kommt jetzt ein weiterer wichtiger Punkt: Verknüpfungen. Verknüpfungen. Und das ist ein neuer Gedanke, den ich in anderen Videos noch nicht erwähnt habe. Wie kann man Verknüpfungen herstellen? Zum Beispiel durch Mindmaps. Ja, Mindmaps. Wenn Sie immer noch nicht wissen, was das ist, schauen Sie es bitte nach, ja, was eine Mindmap ist und wie man sie einsetzen kann, um ein Wissensgebiet zu strukturieren und damit auch die Verknüpfungen hier zu zeigen. Also ich meine, wenn dieser Begriff hier jetzt in der Mitte des Blattes stünde, dann könnte man das hier auch eine Mindmap nennen. Mindmaps ist also ein wichtiges, wichtiges, wichtiges Instrument. Und dann schauen Sie meine Videos auf YouTube. Nutzen Sie am besten mein Lernsystem, aber mindestens schauen Sie meine kostenlosen Videos auf YouTube. Abonnieren Sie meinen Kanal. Da stelle ich nämlich ständig solche Verknüpfungen her, zum Beispiel indem ich ein Gebiet nehme oder einen Fachbegriff, ihn noch mal kurz definiere und dann sage Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen zwei Begriffen. Damit zeige ich alle möglichen Verknüpfungen oder auch Nichtverknüpfungen zwischen zwei Begriffen und alle möglichen Zusammenhänge. Verknüpfungen hat zu tun mit Zusammen hängen und auch mit Unterschieden. Ne, Gemeinsamkeiten ist das gleiche wie ein Zusammenhang, Zusammenhänge und Unterschiede. Da ist es eben, wo es doch eine andere Kategorie ist und so weiter. Beleuchten Sie den Lernstoff aus unterschiedlichen Perspektiven. Lernen Sie den Standpunkt zu wechseln. Ja, das wäre schon wieder das nächste. Standpunktwechsel. Wenn Sie also einen praktischen Fall haben aus dem Bereich Personal, da lässt sich das, denke ich, am leichtesten umsetzen, dann stellt man sich die Szene aus Sicht des Vorgesetzten vor, aber man stellt sich dann auch mal die Szene vor aus Sicht des Untergebenen. Man begibt sich sozusagen in seine Schuhe. Man setzt sich seinen Kopf auf, wenn man so will. Standpunktwechsel.
Das sind alles, und das ist nicht vollständig. Man könnte hier noch weitergehen. Aber wenn Sie das allein hier beachten, dann kommen Sie aus Ihrer Starre raus, in die Sie nämlich kommen, wenn Sie einfach irgendwo etwas auswendig lernen. Lernen Sie, wenn Sie auswendig lernen, lernen Sie die richtigen Dinge auswendig, na, zum Beispiel die strukturellen Elemente und die Definitionen, und lernen Sie nur das auswendig, was Sie verstanden haben. Ja? Auswendig lernen ohne verstehen. Also vertiefen ohne verstehen. Ne? VVV, das ist das Grundprinzip meiner Methode. Verstehen, vertiefen, verwenden. Vertiefen geht in Richtung auswendig lernen. Auswendig lernen kann ein Element von vertiefen sein, aber bitte nur das, was man verstanden hat. Etwas auswendig zu lernen, was man nicht verstanden hat, erzeugt Quälerei oder erzeugt Gehirnwäsche. Ja, es gibt Leute, die werden in jungen Jahren gezwungen, ein bestimmtes religiöses Buch auswendig zu lernen, obwohl sie nichts verstanden haben. Das ist Indoktrination. Ja, also Leute dazu zwingen, zu zwingen, etwas auswendig zu lernen, ohne Einordnung, ohne Hintergründe, ohne Erklärung, ist schon fast eine geistige Vergewaltigung. Und wenn andere das Menschen antun, ist das schlimm genug, aber tun Sie es wenigstens sich nicht selber an. Lernen Sie nur die Dinge auswendig, prägen Sie sich nur die Dinge ein, die Sie verstanden haben. Alles Gute, Marius Siebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.